Einer der absoluten Highlights von Photoshop CS5 für mich ist die mit dem Camera Raw 6.1 eingeführte Objektivkorrektur von RAW-Daten. Eine gleichzeitige RAW-Datenbearbeitung und eine Objektivkorrektur war in den vorherigen Versionen nur möglich, indem ich die RAW-Datei als Smart-Objekt in Photoshop überführt habe und dort mit dem Filter Objektivkorrektur weitergearbeitet habe. Jetzt kann ich all diese Schritte in einer RAW-Entwicklung zusammenfassen. Und zwar unter den entsprechenden Reiter für die Objektivkorrekturen. Und diese Objektivkorrekturen haben jetzt einen neuen Reiter bekommen, der mit Profilen arbeitet. Das bedeutet nichts anderes, als dass hier eine automatische Korrektur basierend auf einem Kamera-Objektivprofil stattfinden kann. Ich werde es einfach mal aktivieren. Sie sehen hier ein typisches Bild. Durch den Weitwinkel ist es zu den Rändern hin verzerrt. Die stürzenden Linien sind einfach eine Frage des Kamerastandpunktes, aber auch die typische Vignettierung zum Rand bei kurzen Brennweiten sehen wir hier sehr deutlich. Ich aktiviere jetzt die Objektivprofilkorrektur und Sie sehen, dass sofort dieses Bild sich sowohl optisch am Rand ändert, also geometrisch am Rand ändert, als auch zum Rand hin deutlich aufgehellt wird. Das Ganze basiert einfach auf einer Auswahl des Objektivprofils. Und dieses basiert natürlich auf den EXIF-Daten, die aus dem Bild ausgelesen werden können. Darin ist das verwendete Objektiv gespeichert und dieses kann aus den bestehenden Profilen von Photoshop ausgelesen werden. Lassen Sie uns mal einen Blick in die Profilliste werfen. Dies ist jetzt für dieses Objektiv vergleichbar klein. Es gibt diese Kombination nur mit zwei Kameras bisher, aber diese Objektivprofile werden ständig erweitert. Im Objektivkorrekturfilter vom Photoshop CS5 haben Sie die Möglichkeit, online nach neuen Profilen zu suchen und diese werden automatisch dann in die Profildatenbank aufgenommen. An reinen Objektivmodellen stehen schon eine Menge Modelle zur Verfügung und die Kameraobjektivprofile selber werden sich, wie gesagt, ständig erweitern. In diesem Bereich führen Sie, wie gesagt, automatische Korrekturen durch. Wofür sind jetzt diese Schieberegler hier unten da? Ganz einfach, es kann aber ja durchaus sein, dass Sie die Vignettierung zum Rand gerne in Kauf nehmen, weil es eine schöne Bildwirkung besonders für den Himmel gibt. Dann können Sie die Korrektur nachträglich zurückschrauben. Sie können beispielsweise die Vignettierung, die jetzt auf 100 steht, also eine 100%ige automatische Korrektur durchgeführt hat, einfach wieder zurückziehen und dann sehen Sie, dass die Abschattung zum Rand wieder in das Bild reingearbeitet wird. Bei 0 haben Sie die unkorrigierte Version des Bildes und genau das gleiche könnten Sie auch mit der Verzerrung oder der chromatischen Aberration machen. Mit der Verzerrung macht es jetzt in diesem Fall keinen Sinn, dann müssten wir diese Korrektur gar nicht erst durchführen. Apropos manuelle Eingriffe, es gibt noch mehr Möglichkeiten, Perspektivkorrekturen durchzuführen. Das können wir uns an einem anderen Beispiel mal angucken. Auch hier kann ich erst die automatische Objektivkorrektur aktivieren und dann gleichzeitig die perspektivbedingten stürzenden Linien hier noch weiter korrigieren. Das mache ich im manuellen Reiter der Objektivkorrektur. In diesem manuellen Reiter sind durchaus bekannte Funktionen wie die Entfernung der chromatischen Aberration oder die Entfernung der Objektivvignettierung. Das haben wir nun automatisch gemacht. Was neu ist, ist die Möglichkeit, eine Perspektivkorrektur durchzuführen. Und hier werde ich jetzt erstmal die vertikale Perspektive korrigieren. Das heißt, ich arbeite gegen die stürzenden Linien an. Ich kann dabei gleichzeitig noch die horizontale Perspektive ein wenig korrigieren. Und das Ganze auch noch drehen und dabei gerade stellen. Damit das Ganze auch zum vernünftigen Ergebnis führt, haben Sie die Möglichkeit, sich ein Raster einzublenden. Das können Sie einfach über die Taste V machen und schon ist ein Raster eingeblendet, an dem Sie Ihre Korrektur abgleichen können. Ich stelle es noch ein bisschen mehr gerade und drehe es noch ein ganz klein wenig in diese Richtung. Durch die Taste V blenden Sie das Ganze auch wieder aus. Was mache ich nun mit diesen freien Stellen hier, die entstanden sind durch die extreme Perspektivkorrektur? Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass ich das Bild hier im RAW-Konverter schon beschneide, auf genau diesen Bereich, der noch frei ist. Der andere ist, ich gehe in Photoshop und nutze eine neue Funktion von Photoshop, nämlich die inhaltssensitive Fülloption. Das funktioniert leider nicht mit Smart Objects, deshalb werde ich kurz mal mir die Option der Smart Objects hier ausstellen und dann werde ich dieses Bild in Photoshop öffnen.
Dieses Bild ist nun so aus dem RAW-Konverter gekommen, wie es sollte. Es ist automatisch von Objektivfehlern korrigiert worden, von der geometrischen Verzerrung, von der Randvignettierung und so weiter. Ich habe es zusätzlich optisch noch entzerrt und jetzt möchte ich aber dennoch das ursprüngliche Bildformat wiederherstellen. Und das mache ich über die inhaltssensitive Retusche. Ich nehme mir den Zauberstab und wähle einfach die Bereiche aus, die jetzt der RAW-Konverter an neutralen Bereichen hier hinzugefügt hat. Und mit diesen neutralen Bereichen kann ich jetzt einfach über die Löschtaste, da ich mich auf dem Hintergrund befinde, den Befehl Fläche füllen öffnen. Und dieser Befehl Fläche füllen hat seit der Version CS5 eine Option, nämlich die inhaltssensitive Fülloption. Das bestätige ich. Und schon wird das Muster meines Bildes an den Rändern weitergeführt und ich habe einen extremen Formatgewinn durch eine wirklich erstaunliche Retuscheleistung. Sie sehen das hier, sowohl das Muster des Rasens ist weitergeführt worden, als auch die Bäume am linken und rechten Bildrand und so kann ich 1:1 perfekt weiterarbeiten. Zusammenfassend kann man sagen, durch diese Objektivkorrektur, sowohl in Photoshop selber als auch im RAW-Konverter, verknüpft mit der inhaltssensitiven Retusche, gibt es Möglichkeiten der Bildkorrektur, von denen wir noch in CS4 nur geträumt haben.